Moin Leute, willkommen zurück. Danke fürs Wiedereinschalten zu einem richtig geilen Part. Wir haben zwei Top-Spiele. Wir müssen auswärts gegen Hoffenheim ran und haben dann Napoli in der Champions League. Also schauen wir gleich rein und wir, ja, bekommen uns jetzt mal mit den Hoffenheimern zu tun. Schauen wir mal kurz auf die Tabelle, wo die sind. Aktuell nur auf der 9, aber natürlich, ja, sind die bei uns hinten dran und sind auf jeden Fall gerade auch im FM ein sehr, sehr starkes Team. Deswegen müssen wir aufpassen, müssen wir auf jeden Fall alles reinhauen, was irgendwie geht. Und ja, natürlich auch diese Pokalniederlage, die wir jetzt einstecken mussten, die so bitter war, ja, wieder abhaken und verkraften. Also ja, Pollersbeck rückt wieder in die Mannschaft zurück. Roderick hat sogar die besseren Noten, weil ihr habt ja auch gemeint, mit Pollersbeck sind wir eigentlich nicht so wirklich zufrieden. Man hat halt irgendwie echt das Gefühl, wir könnten es da besser erwischen. 1,95 groß und dann hat er so eine miese Strafraumkontrolle, das ist echt schlimm. Also Torwartposition, da bin ich halt auch echt nicht ganz zufrieden. Aber gut. Ja. Katic ist müde, das heißt Papadopoulos wird spielen, Van Drongelen ebenso. Also dann brauchen wir natürlich einen Außenverteidiger auf der Bank. Das heißt, ich lasse Katic jetzt mal auf der Tribüne, Van der Werf auf der Bank. Vielleicht kommt der mal zu seinem Bundesliga-Debüt, falls wir heute wechseln müssen. Jetzt wird es kritisch. Wir haben Glünter schon drin. Wagnermann ist angeschlagen. Guardiol ist angeschlagen. Rogerio ist verletzt. Das heißt, wir werden heute ja keine Außenverteidiger mit haben. Ich könnte natürlich Guardiol mitnehmen. Wie schaut es bei dem aus? Maximal 45 Minuten empfohlen. Ich habe den gerade verfügbar gemacht. Achso, vergesst ganz, wenn man den reinzieht, dann ist er automatisch nicht verfügbar, sobald er im Kader steht. So. Wie machen wir es jetzt im Zentrum? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir wieder mit. Wo haben wir ihn? Also Lucas Silva ist noch angeschlagen, das habe ich ganz vergessen. Ja, dann werden wir mit Geis spielen. Und David Soares. Statt David nehme ich noch Reguerdas das mit. Soares, Kennedy, Joselu. Die Frage, dann nehmen wir auf jeden Fall wieder Arp mit. Klar, Eggestein hat jetzt zweimal spielen dürfen. Wir gehen bei ihm wieder auf den Stoßstürmer und Eggestein auf der Bank mit Kennedy. Schauen wir mal, wie es mit der Müdigkeit aussieht. Steinmann ist ein bisschen müde. Können wir sonst eigentlich so tauschen? Ansonsten ist das schon okay. Über 90 ist für mich eigentlich in Ordnung. Jetzt schaue ich nur kurz aufs Training, weil wir haben jetzt gleich die Partie gegen Napoli. Nächsten Monat. Das heißt, da werde ich noch ein Erholungstraining einbauen. Physisch Erholung. Und die Spielvorbereitung, das ist dann eh klar. So, aber nur noch ganz kurz drüber. Ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ich meine, ob man Kennedy spielen lassen oder Moreno, das ist echt so Geschmackssache. Moreno in dem Jahr, 9 Einsätze, 4 von der Bank, dann noch zusätzlich ein Tor, zwei Vorlagen, ist ziemlich mau. Kennedy, ein Tor, eine Vorlage, das ist noch mauer. Ich lasse Kennedy spielen. Er hat schon eine Connection mit Douglas Santos. Und damals auch den Vorteil, dass der uns gehört. Also soll man natürlich schauen, dass wir unsere Spieler hier aufbauen. Gut, wir sehen Kramaric und Wang vorne in der Offensive. Krilic haben sie, Arsani von Man City. Okay, den kenne ich nicht. Ja, nach wie vor eine sehr interessante Mannschaft. Nicht mehr ganz so stark, glaube ich, aber wir werden sehen. Ich sage mal, dass wir ihnen nach letztem Mal was schulden. Anscheinend haben wir verloren zuletzt. Die Niederlagen vergesse ich immer schnell. So, legen wir los. So, probieren es gleich mal mit der Leidenschaftsschiene, wie immer.
Aber wir sehen, dass Hoffenheim schon ziemlich drückt. Also sie haben sehr, sehr viel Ballbesitz. Bereits 4 Torschüsse. Aber solange sich noch nichts Gefährliches tut, kein Grund zur Panik. Ich muss auch lernen, geduldiger zu sein und bei meiner Taktik zu bleiben. Auch wenn es mal nicht so läuft. Oh, Grifo. Illich. Demirbay ist da zu schlecht zugestellt. Hat viel zu viel Platz. Paulusbeck macht das gut mit der Parade. Und den hat er. Auch wenn er nicht die beste Strafraumkontrolle hat. Schaut nochmal ganz kurz nach, wie es mit dem Umschaltspiel ist. Versuchen wir es im Spiel schnell zu machen, nach Ballverlust gegen Pressing. Mal ein bisschen mehr Kontrolle vom Spiel kriegen und natürlich auch, wenn die so drücken, schauen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Konter hinkriegen. Jetzt haben wir schon ein bisschen mehr vom Spiel. Schön von Douglas Santos. Geis verliert den Ball aber. Geis, geh auf deine Position zurück. Du brauchst da nicht drauf gehen, wenn Pereira dort ist. Die Position hält er eigentlich nicht. Also doch, Entschuldigung, ich habe gerade verwechselt. Rega, das ist, spielt ja hinten auf der 6, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Jo. War absehbar, wenn wir nichts fürs Spiel tun. Ich weiß nicht, was heute los ist. Offensiv geht gar nichts. Möchte es mir gar nicht anschauen gerade. 7:0 Schüsse. Die sind eigentlich nicht vorhanden. Und jetzt werde ich sie richtig zur Sau machen in der Halbzeitpause, weil das geht ja mal gar nicht. So. Und was wir gegen das 4-2-3-1 machen könnten, wäre, dass wir auf ein 4-4-2 machen könnten, wäre, dass wir auf ein 4-2-3-1 gehen. Dann hätte man ein bisschen mehr Zugriff auf die Partie. Zurückgezogener Spielmacher auf Verteidigen und Rega das von mir aus ballerobernd auf Support. Wir werden das Spiel jetzt ein bisschen breiter machen. Entschuldigung. Und zwar mit Moreno. Aber was ich eben auch machen möchte, ist, wir attackieren zwar aggressiv, aber ein bisschen weiter hinten. Lassen wir sie kommen, locken wir sie raus und versuchen dann schnell mit unseren Flügelspielern umzuschalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Idee ist, wenn man schon im Rückstand ist, aber wir werden es jetzt mal versuchen. Verlieren können wir nichts, weil schlechter als bisher kann es auch nicht wirklich werden. So. Machen wir es anders. Attackieren sie jetzt früher. Da müssen wir natürlich auch die Abseitsfalle anmachen. Gerade ein Wang ist extrem schnell. Grilic jetzt mal mit Gelb. Auch wieder eine sehr, sehr faire Partie. Von mit der Ecke, die wird zwar gut geklärt, aber kommt sofort wieder zurück. Jetzt vielleicht mal die Chance Kennedy. Tolles Tackling, aber das hilft uns für die Offensive halt nichts. Kein einziger Torschuss. Geist, du bist so... Entschuldigung. Will ich jetzt echt zurückhalten müssen. Papadopoulos geht spazieren, aber ist nur nicht bei Kramaric. Haut blöd in die Luft. Ach Leute. Geist ist frustriert, bei der Körpersprache nehme ich ihn raus.
Tausch mal die beiden. Bei die es so sogar besser können. Wie ich mich da schon wieder aufregen kann. Moreno steht beim Gegenspieler, aber anstatt dass er attackiert, muss jemand aus dem Mittelfeld rausrücken. Und ob ihr das gerade gesehen habt, ich könnte sonst zurückspulen. Ich bringe jetzt Philippe Suarez, der. So. Was ist jetzt los? Freistoß, okay. Er ist auf Attack. Lass mal die beiden halt wieder nach innen ziehen. Kennedy durchaus auch auf Attack. Träger das Box zu Box, der soll ruhig vorne mit reingehen. Insgesamt gehen wir jetzt schon auf Offensiv. Also ich glaube, jetzt werde ich wieder die Ansprache auf aggressiv machen. Das ist so eine leidenschaftslose Vorstellung. Habe ich noch nie gesehen. Kann ich mich eigentlich nicht mal beschweren. Ärgert mich fast noch mehr als das Spiel selbst. Kann ich Ihnen nicht mal sagen, wie scheiße das war. Aber wir bleiben jetzt drauf, wir versuchen jetzt einfach noch den Sieg auch noch zu holen. Gehe ich lieber das Risiko ein, weil. Passt schon. Freut mich auf jeden Fall, dass Arp wieder genetzt hat. Aber in meinen Augen kam einfach vom Mittelfeld viel zu wenig. Mein Pereira war nicht vorhanden, die Flügel waren nicht vorhanden. Wie will es dann. Der kommt auch wieder durch. Was ich machen werde, ist, ich werde die Linie wieder ein bisschen weiter zurückziehen. Ja, also wenn Arp keine Bälle bekommt, dann ist logisch irgendwie, dass der halt auch nicht torgefährlich werden kann. Also das war für mich eher das Problem. Gibt es da ein Foul? Jetzt wird angeschaut, ob das im Strafraum war oder nicht. Günther war es mit dem Foul. Freistoß. Dem hierbei sogar im Abseits. Alles bei gut auf Klünter. Der hat gerade echt viel Platz. Aber macht es auch echt schlecht. Douglas Santos. Mann, wir waren da gerade so in Überzahl. Ich weiß nicht, was. Wieder veranstalten. Der war wichtig von Papadopoulos. Hollersbeck geht auf Nummer sicher, wollte ich gerade sagen, aber er hat sogar auf Klünter gespielt, sehr schön. Spielerisch ist Hollersbeck halt echt gut. Felipe Suarez, toller Pass auf Kennedy. Kennedy. Und dann sind wir halt wieder im Umschaltspiel zu langsam. Da fehlt es uns echt in allen Bereichen am Tempo. Also jetzt haben wir mit Steinmann halt auch jemanden drin, der noch langsamer ist als Geis. Da im Zweikampf kommt, hat der Gegner schon getroffen und ist mittlerweile wieder nach Hause gefahren. Dass Steinmann nicht regelmäßig den Bus verpasst, wundert mich. Ja, mit einem Punkt können wir mehr als zufrieden sein, aber ich sage Ihnen auch klipp und klar, dass die Leistung heute ein Desaster war. Hat sie motiviert, das ist gut. Ah, richtig nervig. Das ärgert mich schon sehr. Also ich freue mich drauf, wenn Lucas Silva wieder zurückkommt. Und ich hoffe echt drauf, dass es Rega das gut tut, dass der jetzt so regelmäßig Einsatzzeit bekommt und dass der sich wirklich gut entwickelt jetzt. Weil mit den anderen habe ich, habe weder mit Geis noch mit Steinmann irgendwie wirklich ein gutes Gefühl. Ich finde, Steinmann hat seine Sache ordentlich gemacht jetzt. Aber es ist halt einfach.
Wir müssen da wirklich reagieren im Winter. David ist ja auch nicht der Schnellste. Gut, schauen wir mal weiter zur Partie gegen Napoli. Die enge Champions League Gruppe. Zuelli, Scouting beendet. Sieht ganz nett aus. Können wir mal auf die Auswahlliste tun. Nicht so teuer. Göttl. Wollen sie nicht verkaufen. Ist echt interessant, dass die Scouts da sagen, potenzielle Fähigkeit eine so große, dann schaust rein und denkst, ja okay, Ball kann er annehmen. Zielstrebigkeit 3, das ist so schlecht. Aber er könnte sich in Zukunft um Welten steigern, da werden wir unseren Scouts vertrauen. Also ihr sagt auch, ihr soll mehr auf diese Sterne hier schauen. Marcus Tavernier, den nehmen wir jetzt auch mal auf. So. Das Team war unverdient. Ja, da hatten wir mehr als Glück, sage ich ganz offen und ehrlich. Und jetzt Spitzenspiel in der Gruppe. Nachanalyse, Kennedy spielt ja nicht wirklich gut. Hier sehen wir, also Napoli mit 7 Punkten, wir mit 4, Valencia und Donetsk mit 3. Das ist so unfassbar knapp alles. Also, wenn wir gegen Napoli ein X holen, wäre ich natürlich sehr, sehr glücklich. Höchste Durchschnittsbewertung, Nikola Katic. Mannschaftsgefüge, Atmosphäre ist leicht runtergegangen. Koita von RB Salzburg. Der sieht interessant aus. Wollen wir mal weiter scouten. 29-jähriger Argentinier, das ist nicht so interessant. Maximiliano Romero schon mehr. Der würde mir gut gefallen. Dann haben wir auf irgendeiner Talenteliste auf unserer Website, aber ich glaube nicht in dem FM, sondern im älteren. Der ist so eher der Spielmacher-Typ, davon haben wir genug. Klostermann. Ja, ist gut. Das sehen wir, 4-2-3-1-System. Und die haben natürlich sehr viel Tempo, mit Milik einen absoluten Knipser da vorne drin. Das wird nicht so schlecht, nicht so leicht. Jetzt sind wir schon im November, die Zeit geht dahin. U19, Guardiol und Filipovic passt mir. 11. Woche, Hollersbeck. Nicht schlecht. So. Doll fürchtet Mertens, ja, ich auch. Ja, Ancelotti ist zuversichtlich. Dass sie uns heute besiegen werden, verstehe ich. So, hier unsere Nationalspieler, also jetzt haben wir gleich wieder eine Länderspielpause. So, ich werde glaube ich wieder auf Papadopoulos setzen und nicht auf Katic, Van Drongelen in die Mannschaft. Der war ja noch angeschlagen, oder? Hat eh schon gespielt, jetzt bin ich schon komplett verwirrt. So, Chubby, sage ich. Wo ist er? Katic nehmen wir mit. Dann haben wir Guardiol natürlich das Außenverteidigerproblem. Ja, Rogerio fällt aus, Wagnermann fällt aus. Das heißt, wir haben dieses Problem weiterhin. Dann nehmen wir einfach Van der Werf mit und notfalls bauen wir halt irgendwie um. Wie machen wir es im Mittelfeld? Lucas Silva fällt weiterhin aus. Chubby. Befürchte jetzt durch die Umstellung auf die Achter, dass ich wahrscheinlich auch Chubby abgeben werde im Winter, was mir ein bisschen wehtut, weil ich den echt gern mag. Aber wird wohl passieren. So, ich glaube, wir werden das so weit mal lassen. Ich werde es uns heute auf die Erfahrung setzen. Wir setzen auf Steinmann und Geis. Andreas Pereira natürlich auf Attack von dabei. So werden wir es angehen.
So. Also sie haben die letzten zwei der letzten drei Spiele gewonnen. Aber wenn wir uns heute anstrengen, wird nichts, also kein weiterer Sieg dazukommen, habe ich mal gesagt. Was für eine Ansprache. Und von Pereira, Kennedy. Wieder Pereira. Und wir holen gleich mal früh die erste Ecke raus. Wir probieren da direkt. Haben wir dann, glaube ich, nach dem Spiel noch das Duell mit Mainz und dann ist die Länderspielpause mal da. Dann hoffe ich, dass einige Spieler wie auch eben ein Lucas Silva endlich wieder zurückkommen. Währenddessen haben wir einen schönen Schuss von abgesehen, gute Parade von Meret im Tor. Pereira und der Konter. Geis im Laufduell mit Mertens. Geis mit dem Foul. Eine gelbe. Aber fast das Tor. Verratti! Was ist das für ein Tor? Matti Steinmann mit der Vorlage. Ja, Alter! Ein Strich ins Eck. Wahnsinn. War eigentlich so halb hoch geschossen, aber bei dem Tempo ist der Schuss da. Hatte, da kannst halt echt nichts machen. Irre Treffer von Ferrati. Und damit führen wir in der Champions League gegen Napoli. So, Geis hat jetzt die gelbe kassiert. Jetzt geht er mal echt schon ein bisschen auf die Nerven, aber das Problem ist, glaube ich, auch die übliche Geschichte bei ihm, wenn ihm das Tempo fehlt, dann kommt es halt auch oft zu Fouls. Ich habe die Sache jetzt nicht gesehen, aber wie vorhin wäre so ein klassisches Beispiel. Mertens mit dem Freistoß in die Mauer. Und dann geht niemand so wirklich drauf. Alan. Douglas Santos blockt. Und die Sache ist wieder erledigt. Gucken wir mal Konzentration. Wo fangen wir da an? Nirgends. Verratti schläft ein bisschen, geht nicht wirklich mit. Hier. Naja, okay. Kann man ihm nicht vorwerfen. Klünter ist auf jeden Fall zu weit weg. Barisic. Dann passiert es mit dem Treffer. Was man natürlich machen kann, ist, wir könnten versuchen, etwas breiter zu verteidigen. Aber etwas ist gut gesagt. Man kann nur breit oder gar nicht machen. Wird etwas breiter verteidigen, da sie über die Flügel sehr stark sind. Dann kann man das in Zukunft vielleicht wenigstens verhindern. Aber sie werden immer stärker. Jetzt haben sie auch deutlich mehr Ballbesitzer, also das drücken sie uns ziemlich rein. Pereira macht es gut, Douglas Santos. Pereira. Wieder geblockt. Aber an sich machen wir das ja jetzt nicht so schlecht. 5 zu 3 Torschüsse. Das heißt, leichtes Plus für uns. Wir lassen auch relativ wenig zu. Zufrieden mit eurer Leistung, macht weiter so.
Ist immer wieder anfällig. Haben wir eigentlich für eine Sprunghöhe, wenn man die beiden anschaut? Sprunghöhe 12, der ist halt einfach zu klein. Und Rangelin hat 15 und Katic ist halt ein Riese, oder? Sprunghöhe 18, ja. Wenn du den drin hast, passiert halt bei den hohen Bällen nicht viel. Jetzt wirkt es gerade so, als wären wir anfällig. Alles back ohne Probleme. So, ich bringe jetzt mal Moreno für den unauffälligen Kennedy. Also Napoli mit einem geduldigen, langsamen Spielaufbau. Herrera fängt ihn aber ab. Ferrati auf Steinmann, Steinmann wieder raus auf Ferrati. Moreno, naja. Gut, aber auffälliger als Kennedy in der ganzen ersten Halbzeit. Jetzt werde ich im Mittelfeld wechseln. Ich nehme Geis raus und bringe Rega das, damit wir da ein bisschen mehr Tempo drin haben. Ist zwar jetzt auch nicht so viel schneller, aber zumindest antrittsstärker. Oder wir machen es so, eigentlich besser. Ach, bin verspannt. Rega das. Dein Mann. Santos gut abgelegt und ab. Den muss er machen, wollte ich gerade sagen. Den Nachschuss macht er wenigstens. 2-1. So. Da schauen wir es uns nochmal an. Douglas Santos, der Pass war halt richtig stark. Eigentlich schießt der Verteidiger ab an. Bei mir soll es recht sein. Ist die 72. Das heißt, wir werden. Das können wir nach wie vor machen. Wir werden aber sonst das Spiel verzögern und uns neu formieren, wenn wir den Ball verlieren. Und. Was wollte ich noch? Wir fangen jetzt schon mit Zeitspiel an. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ab, bei dem ist der Knoten wirklich aufgegangen. Ich habe zwar das Gefühl, dass er echt weniger Torchancen kriegt, aber er ist halt echt eiskalt. Muss man wirklich sagen. Willi Orban in der Partie. Und der Laufen wollte ich noch ausmachen. Kriegt Ferrati gelb. Da müssen wir natürlich auch sagen, dass es sich zusammenreißt, weil man weniger kann ich jetzt auch nicht brauchen. Nehmen wir halt die Ansicht, was ich in den Zweikämpfen. Ist das Tempo wieder umgestellt? Gesamtes Spiel. Also das ist teilweise echt schön verpackt, muss ich sagen. Und Rangel entleert, aber jetzt müssen wir auch wieder hier gewaltig aufpassen. So, mir ist das ehrlich gesagt zu unsicher hier hinten mit dem Kopfballspiel von unseren Jungs. Wir tauschen die beiden. Gehen zurück auf Flügel.
So. Pereira habe ich mal gedacht, möchte ich jetzt da vorne lassen, quasi so als. Wird jetzt quasi strikerless. Jetzt werden wir halt wirklich mauern. Versuchen das irgendwie über die Zeit zu bringen. Katic rein, Papadopoulos dann ruhig als Vorstopper rein. Die hinten quasi dann die Formation halten. So. Katic ist für die Standardsituation halt auch richtig gut. Da haben wir mit Papadopoulos echt Probleme. Mach das jetzt anders. Ich stelle ihn auf pressender Stürmer verteidigen. Das passt. Das passt. Formation halten. Zeitspiel. Disziplinierter spielen. Aber dass wir es irgendwie über die Zeit kriegen. Die Mauer blockt. Katic klärt, nächste Ecke. Wieder geklärt, Moreno klärt und jetzt haben wir den Ball. Pereira raus auf Ferrati, das bringt natürlich Zeit. Pereira, nehmen wir einfach Moreno mit, sehr schön. Das war wieder so unnötig. Wieso er nicht einfach den Ball hält, das ist. Nächster individueller Fehler bei Napoli. Wir gewinnen nicht unverdient, muss man sagen, gegen Napoli mit 2-1. Ist das geil. Sehr, sehr schön. Wichtiger Sieg bringt auch noch gut Geld und damit schauen wir gleich mal auf die Champions League Tabelle. Es war ein wichtiger Schritt in Richtung Überwintern in Europa. Das heißt, wir haben trotzdem natürlich noch immer zwei Endspiele. Es kann auch sein, dass wir mit 7 Punkten nur Dritter werden. Also wir müssen weiter kämpfen. Aber es war schon mal wichtig. Wir haben Napoli eingeholt. Und jetzt heißt es halt einfach fighten, dass wir da irgendwie oben dabei bleiben. So, Vorstand ist zufrieden. Und Ferrati. Den werden wir mal loben. Weil das hat er wirklich stark gemacht. So, wir machen im nächsten Part dann weiter mit Mainz und der Länderspielpause. In der Länderspielpause werden wir ein bisschen wegen Verstärkung für den Winter schon suchen. Wir müssen natürlich früh genug uns umsehen und müssen auch natürlich ja, schon scouten, damit wir dann im Winter wirklich reagieren können und uns auf ein, zwei Positionen verstärken. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns dann im nächsten Part hoffentlich wieder. Danke, Leute.